erstes Konzert in der Beethovenhalle und ein absolut magischer Moment. Wir haben extrem lange auf diesen Moment hingefiebert und ich glaube, man kann nicht beschreiben, was das alles für uns bedeutet. Das eine ist die Halle, das andere sind die Probenmöglichkeiten, einfach unser Programm noch runder, noch schöner zu gestalten für die Stadt. Und hier zu spielen, ist eine Gänsehaut pur. Heute hat das ganze Orchester applaudiert für alle guten Geister hier, für die Handwerker, für die Arbeiter, für die Planer, die genauso eine Berg- und Talbahnfahrt durchgelebt haben wie wir, immer wieder neu angefangen haben, frustriert wurden, aber nicht aufgegeben haben und jetzt es geschafft haben, termingerecht zu einem Bauende zu kommen. Wir haben aus voller Seele applaudiert und sagen einfach nur Danke. Das war ein ganz besonderer Moment, als die Musik hier gestartet hat. Nach 8 Jahren die ersten Töne von unserem Beethoven-Orchester in der Beethovenhalle. Absolutes Gänsehaut-Feeling. Und wir haben heute erleben können und ja, einen Vorgeschmack dafür bekommen können, wie das sein wird, wenn wir im Dezember, am 16. Dezember 2025 diese Halle dann wirklich mit einem großen Konzert eröffnen. Da freue ich mich sehr drauf. Wir haben die wirklich guten Nachrichten, dass wir im Zeitplan sind, dass wir in dem Budget sind, so wie der Stadtrat es beschlossen hat. Und heute konnten wir eben auch erleben, was für eine wunderbare Atmosphäre die Halle hat, welche hohe Qualität die Musik hat. Also absolut alle Daumen nach oben.